So Leute, es geht weiter mit Walter, ne? Also ich habe mir einen neuen Crystal gemacht. Wir sind jetzt Level 14. Sind in der letzten Folge soweit gekommen. Ihr seht es jetzt auch hier ab sofort auf dem 2. Channel, weil wie gesagt, ist halt leider ein Nischenprojekt oder ein Nischenthema, es interessiert nicht so viele. Aber ich würde die einfach dann hier hochladen und die Walls in voller Länge machen wir mal auf dem Spark-2-Kanal, damit da auch nochmal was kommt. Ich habe jetzt hier mal diesen Bounty-Table abgebaut von Twila und auch wieder gesetzt. Habe dadurch auch die Quest gekriegt. Warum? Also ich muss ja nicht selbst craften unbedingt hier dann. Eigentlich habe ich hier geklickt Complete Check, das müsste hingehauen haben. Und dann gibt es jetzt hier Bounties and Rewards im Bounty Table. Kann ich einfach mal was auswählen. Und wenn ich das completed habe, kann ich wiederkommen und den Reward hier abholen. Das heißt, nächste Quest hier. Ich kann mir da was nehmen. Item Discovery. Find 10 times Wild Focus in the World. Also es gibt halt extra Loot raus. Und nochmal sogar World XP. Oder aber zweimal Shulker Shell finden. Das ist halt easy. Und dann gibt es das hier als Belohnung. Oder einfach nur Elixier sammeln, eine gewisse Menge. Dann bekomme ich das hier. Und ich kann mir jetzt aussuchen, was ich will. Guck mal, hier ist ein Vault Helmet. Oder hier vorne wäre halt ein Vault Schwert. Jedes Mal Scrappy, aber ich brauche ja mal einen neuen Helm eventuell, weil meine halbe Durability hat. Dann kriege ich zwei so Mystery Boxen. Aber naja, aber 38 Emeralds wären auch schon geil, ne? Okay, pass auf. Wir machen mal das hier. Ich weiß gar nicht, wo es die Wild Focuses hergibt. Muss mal ganz kurz gucken, überhaupt. Vielleicht kann ich ja mal kurz. Wild Focus. Okay, die Dinger, ne? Ja, würde ich einfach mal auswählen und so, weil Emeralds, da sage ich jetzt nicht nein, ne? Aber warte, hier gibt's auch Emeralds. Hier gibt es richtig viele Emeralds sogar. Ganz ehrlich, zwei Shulker Shell, die sind wahrscheinlich super easy zu erledigen. Kriegen wir Zeug raus, aktivieren wir. Ich hoffe mal, ich kriege die anderen. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach Activate. Kann ich auch mehr activaten? Ne, ich kann nur einen aktiv halten und die anderen kann ich dann wahrscheinlich mal anders mal machen. Gut, machen wir den, gibt es ein paar Emeralds und dann kann ich mir theoretisch wieder Sachen holen. Wo hatte ich die Emeralds nochmal gebraucht? Bei unserem Enchanting Table. Dann hatte ich hier dann, da kann ich dann Forgen oder so auf andere Sachen noch drauf machen oder Protection oder was auch immer. Kann ich hier Rüstungsteile enchanten? Darüber können wir reden, alles klar. So, dann habe ich aber als erstmal die nötigsten Sachen. Die eine Belohnung habe ich jetzt hier gekriegt. Den Vault Crystal, den nehmen wir. Shulker Boxen sind leer und dann geht es wieder. Los, wir gehen in die nächste Vault rein und Abfahrt. Opened a Vault. Oh, und ich habe noch Unspent Skill Points. Kann ich das? Kann ich das im Vault noch machen sogar? Kann ich hier Unspent Skill Points? Ich wollte auf Speed gehen. Ich habe 4 Punkte. Dann bin ich jetzt permanent schneller. Nochmal, die Sache ist, ich muss wieder Elixier sammeln. Leute, ich war am Überlegen, ob ich nicht irgendwie mal. Weiß ich nicht. Weniger Loot oder so, weil ich habe das Gefühl, dass ich an Zeit wasten. Also Holzkisten muss ich jetzt diesmal looten, weil ich halt Shulker Shells brauche, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Looten irgendwie gar nichts mehr so viel bringt aktuell. Ich krieg keine geilen Items. So richtig. Und das Beste kriegst du, wenn du es abschließt. Also der Abschluss ist wichtiger. Also dachte ich, warum rusht man nicht eigentlich, um jetzt mal schnell zu leveln? Einfach die ganze Zeit die Walls durch, schließt sie so schnell ab, wie es geht. Weil man dann später Materialien hat, die man vermisst oder so. Ich weiß es nicht. Also ich denke halt, das ist ein bisschen. Also ich krieg hier irgendwie nichts so krasses raus. Und ich habe das Gefühl, von den Materialien habe ich erstmal genug hier von. Nutze die Zeit aus, um alles rauszuholen, was möglich ist. Ja, aber das Problem ist halt, dass. Es ist aber kein so geiles Loot hier. Es ist halt alles. Das ist halt alles so öde hier. Ich brauche das Zeug gar nicht irgendwie. Auch die. Ich freue mich gar nicht auf diese Gilded Chests. Hier ist nichts so Geiles drin, finde ich irgendwie. Ist halt die Frage, ob man nicht einfach so viele Vaults wie möglich, so schnell wie möglich abschließt, um an die Endbelohnung zu einfach zu kommen. Das ist halt die Sache. So, ich habe jetzt fertig. Leute, ich gehe einfach raus. Lass uns gut sein. Ende. Complete. Wir gehen raus. Hä, war da schon immer so ein Cooldown zum Rausteleportieren? Hat man immer noch 10 Sekunden Zeit gehabt, so? Okay. Boah, 30.000 XP. Das hatte ich ja bisher noch nicht gehabt, du. Ja gut, ne? Die Kisten waren okay. Okay, wahrscheinlich, weil ich so viele Mobs gekillt habe. Warum haben denn die Mobs so viel gegeben? Ich glaube, weil ich viele Creeper gekillt habe, ein Creeper viel bringen, ne? Ja, gut.
Dicke Kiste, direkt 2 Punkte gekriegt. Ich werde mit 4 weiteren Punkten übrigens, wenn wir die dann hier kriegen, werde ich als nächstes wieder Speed machen, damit wir nochmal 20 Punkte. Also Speed ist gut. Je schneller du läufst, umso schneller kommst du A nach B, ist geil. Machen wir. Dann schließen wir den Bounty mal ab. Claim Reward. Da gab auch Vault XP. Sehr gut. Und jetzt kann ich noch. Oh, jetzt kann ich die anderen beiden trotzdem noch machen. Also 10-mal Wild Focus, das ist ein bisschen aufwendig, um ehrlich zu sein. Ich würde zunächst erstmal das machen. Einfach Gather Elixir. Einfach Complete Walls machen, damit wir das kriegen, ja. Haken wir die ab. Aber available hier ist ansonsten noch der hier und 10 Wild Focus. Das dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Und hier liegt auch noch Zeug. Warte mal ganz kurz. Im Schwarzen. Ich kann mir eine Elytra kaufen. What? Ich kaufe mir die sowas von sofort, oder? Hallo? Oh mein Gott. Ich kann eine Elytra kaufen. Ich nutze gerade mal Twilas Tisch. Kann ich die hier nehmen? Ich kann die einfach nehmen. Ich habe mir einfach eine Elytra gekauft. There we go. Nehmen wir uns. Hier ist noch ein Wither Skelet Skull, disabled in Walls. Es ist super billig. Ich kaufe mir auch den Skull. So. Jetzt habe ich eine Elytra. Und ein Random Item will ich erstmal nicht haben. Chat, sagst du noch? Mach damit eine Doll. Gibt es jemanden mit. Der hohes Level ist, Free Loot und XP. Also ich weiß nicht, was man eine Doll gibt. Eine Ominous Skull kannst du machen. Eine Vault Doll. Was macht denn eine Vault Doll? Das ist die andere Frage. Das kann ich gar nicht sagen. Aber wir heben uns das mal auf. Also das sieht so aus. Challenger's Vault Rock. Challenger Crystal. Ja, nee, also es sieht auf jeden Fall aus, als wenn das gerade super gut war. Jetzt die Zeit läuft runter, dann gibt es wieder neue Angebote. Ich würde auch. Guck mal, ich habe doch. Habe ich nicht? Wo sind. Warte, warte. Habe ich nicht gerade. Ah, hier ist die Bounty Crate. So eine Bounty Crate, die kann ich jetzt looten. Dann habe ich jetzt hier 61 Emeralds drin. Dann ist jetzt hier unser Vault Enchanter. Da packe ich die Elytra rein. Dann mache ich da aber verdammt nochmal Mending drauf. Nee, Quatsch. Mending drauf. Und Unbreaking drauf. Zack. Und das Geile ist, die kann ich jetzt. Na, rechts geben. Warum kann ich die mit rechts nicht anziehen? Kann ich jetzt anziehen und. Seid ihr ready? Ich kann einfach mit meinem Dash. Kann ich jetzt gleiten? Und wenn ich jetzt in der Overworld irgendwas brauche, dann ist das kein Problem. Dann fliege ich da einfach schnell hin. Oh mein Gott, ich wollte keinen Enderdrachen machen. Ich habe schon gesehen, Light was chillig und so. Ich habe jetzt unendlich Flug durch meine Dashes hier. Gut, Leute, nachdem wir uns jetzt drastisch weiter equipped haben und auch eine Elytra haben, die, also werde ich jetzt nicht mitnehmen. Aber ich habe die in der Base. Wenn ich irgendwelche Materialien gathern will, so können wir die nutzen. Erstens, wir machen einen Vault Crystal. Ich habe eine neue Bounty angenommen. Da muss ich einfach nur Elixier sammeln. Soll mir recht sein. Neuer Vault Crystal für Level 16. Gehen wir mal rein. Wir haben alles, ne? Ja, dann. Abfahrt. Nächste Vault. Überrascht, dass die Akte noch so billig sind. Ich glaube, letztes Mal, als wir es gespielt hatten, waren die teilweise ein gutes Stückchen teurer. Ne? Naja. Okay, wir haben wieder eine grüne Vault. Mal schauen, wie was es hier so alles zu finden gibt. Oh, ich habe auch jetzt hier. Wie viel muss ich? Drei? Ich muss nur 3 Altare machen. Was? Das ist ja eine super easy Vault, oder? Generous in Item Quantity nehme ich. Nur 3? Sonst waren es auch mal 5. Da habe ich nichts dagegen. Also. Und Treasure Room? Oh. Die Frage, ob Treasure oder ob Pain. Oh, wieder Treasure. Goyle. Ich weiß aber gar nicht, was passiert. Genau nochmal, ob sich was geändert hat bei der Falle hier und so, ne? Ich baue mal die Kisten ab, die ich hier wieder gelootet habe und die alle sind, ja? So, jetzt muss ich doch hier was drin finden, aber das muss ich doch hier lohnen, na. So, sind wir dann einmal rundrum? Alles Versteckte in allen Ecken und Enden mitgenommen. Gibt es sonst noch irgendwas? Gab es nicht manchmal sogar noch einen Secret-Raum oder so hier drin? Aber hier anscheinend gerade nicht. Nee, nee, dann sind wir durch. Dann geht's raus. Wir haben erstmal genug gesammelt. Dann gehen wir mal runter. Jetzt sehen wir noch einen Feuerkelch wieder. Ja. Was gibt's hier? A Custom Vault Experience. Let's go. Oh mein Gott. Es gibt sogar noch mehr Vault XP, 20%. Hier ist auch wieder eine Mine. Ja, wie gesagt, ich muss nur noch rausgehen. 10 Minuten Zeit. Passt. Holy, wie viel Zeug denn? Das sind übelst die Erze. 23k. Was? Warum nur so wenig diesmal? Ich habe so viele Mobs gekillt. Ich glaube, ich habe ungefähr so viel wie letztes Mal, ja. Irgendwas hat mir aber gerade weniger XP gegeben. Alright, wir öffnen die Crate von dem aktuellen Vault.
Da war jetzt nicht so viel drin. Ich glaube, das lag daran, weil das eher ein einfaches Vault war. Ich musste ja nur drei anstatt. Da waren nur drei Items jetzt. Die beiden habe ich so gelootet und jetzt drei davon. Ja, gut, eine Axt, die sagt mir halt, mein equipptes Schwert halt habe ich hier, aber würde ich nicht machen. Dann eine Wand, die bringt mir auch nix. Dann nochmal eine Axt, die bringt mir. Die hat 17,5. Nö. Dann habe ich hier Vaulted Boots nochmal welche gekriegt für Level 16. Ja, die würden gut Armor geben, ne? Aber ich hätte weniger Mana Regeneration und zwei Leben auch weniger. Also ich glaube, die Balance ist immer so ein Mix zwischen Armor und HP. Würde ich bei meinem bleiben. Und der Helm, der hat jetzt eine Rüstung mehr. Aber dafür keine HP, deswegen auch nicht so gut. Also tun wir die ebenfalls hier in die Grabkiste rein. Alright. Aber im Prinzip sind wir wieder good to go, wenn ich dann den nächsten Vault Crystal hätte. Und wir gucken mal, ob wir den zusammenkriegen. So, dann bestätigen. Wir haben alles geholt an Items. Besten Dank, Vault 17er. Und ich guck mal, ich hatte hier vorne hoffentlich jetzt abgegeben, oder? Ne, ich muss noch abgeben. Mein Bounty. Aber ich habe das aktiv. Gather Elixir. Aber 0 von 1. Was? Ach so, ich muss eine Vault machen, die ein Elixir Gather Vault ist. Und weil ich jetzt gerade so eine Feueraltar Vault hatte, hat das nichts gebracht anscheinend, ne? Ja gut, dann habe ich die nicht richtig abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt nochmal rein und machen hoffentlich nochmal ein Elixir Vault. Mal gucken. Und das jetzt wieder ein Elixir Vault und das ist gut. Ich finde, die Vaults sind ein bisschen einfacher als ein Vault Hunter 2, ne? Von der generellen Difficulty, wenn er mich fragt. Mit Kabling. Kabling, Kiste mit seltenem Loot. Kabling, trotzdem nichts drin. Ich sammle einfach hier die Shards und alles, ne? Wenn wir die haben, dann können wir damit Dings holen. Wieder Wither Skulls oder whatever, was wir da in diesem Schwarzmarkt dann drin haben. Ist schon geil. Die brauchen wir dann für Dings hier. Was? Ein Skelett mit Bogen? That's a new one. Das erste Mal, dass ich ein Skelett mit Bogen hatte, jetzt hier drin. Hat sich aber an mir selbst weggedornt. Da. Dann gehen wir da raus. Boah, da habe ich gutes Momentum gehabt. Das war gut. Hier gibt's. Oh, ein Boss. Skelettboss. Ja, den haben wir. Der war nicht so schwer. Die kommen aber auch eher selten, nur die Bosse, ne? Das war gut. Die Bosse will ich. Die droppen nämlich ab und zu was. Den Fokus gab es jetzt. Ach, Fokus wieder aufwenden, ne? Completed. Abfahrt. Habe ich denn gerade schon wieder so viel Zeug gekriegt hier? Wo kamen da die XP immer her? Kein Plan. 30k jedenfalls. Er baut einfach wieder eine Hallo. Glaskuppel. Wie findest du meine Kuppel? Ja, nostalgisch. Aber diesmal mache ich nicht nur eine Kuppel. Diesmal mache ich mehrere Kuppeln. Aber so kleine, so Let's go. habitatsmäßig. Hier kommt noch eine kleine Kuppel hin für so Farmen und so, weißt du? Strong. Ich habe mir vorgenommen, null zu bauen. Null in diesem Projekt. Null. Null. Hast du schon mal Null. einen Block platziert? Ja, halt Kiste, ne? Ja, schon verloren, Spark. Kisten, ein paar Tische und sonst was, aber. Dann hast du ja schon was gebaut. Oder sagst du, du willst ein Haus bauen wie Early Boy, so vom Stil? Genau, ich baue Early Boys Haus. Ja, dann nice. Okay, so. Wollen wir? Invite, Party, magst du eine aufmachen, oder? Oh ja. Sonst kann ich dir nicht hinterher, sonst steht da Error. Bin drin. Du hast mehr Leben als ich. Aber ich bin auch Magier. Okay, und das funktioniert gut mit den Zeugs? Ja, ich kann so einen Wie Feuer machst du machen. Damage? Okay. Ja, und ich habe halt auch ein Schwert. Aber ich krieg halt eher Ability Power. Am Anfang ist es, glaube ich, eher doof, weil ich sonst nur dieses Schwert habe und ja. Ja, also ich bleib Nahkampf weiterhin.
Ich weiß nicht, ob es eine Scavenger Vault ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, alles random, rein da. Hoffentlich ist es Elixier. Ich habe keine Lust nochmal auf Scavenger. Ja, ja, Gott sei Dank. Oh, Clem, ich habe direkt einen Treasure Room hier hinten dran. Aber ich weiß nicht, ob es Treasure oder Trap ist. Oh, ein X-Marks-Spot-Room. Ja, ein X-Raum. Also, willst du da mit rein? Bob, ich bin vom letzten sehr geschädigt, aber ich komme auch mal. In welche Richtung bist du gegangen? Einfach nur geradeaus vom Eingang runter. Also, der letzte Raum war mein erster Tod innerhalb einer Vault. Okay. Also, ich sag mal so, ne, ich wollte es dir gerade anbieten, weil wir halt jetzt hier ganz frisch rein sind, ne? Ansonsten, ja. Ich halt gesagt, jeder nimmt einfach den Raum, den er kriegt, aber jetzt sind wir ganz frisch rein, du hast gepaid und dann können wir mal gucken, was da abgeht. Achso, ja, wenn man so Treasure Rooms hat, habe ich die bis jetzt immer geteilt. Wir haben auch mal diesen Omega Room gefunden, wo halt wirklich ultra viel Treasure Sand einfach war. Also, du hast Blöcke zum Hochbauen, ne? Ich habe Blöcke zum Hochbauen, ja. Das heißt, ich würde sagen, ich bewache hier, du gehst runter und guckst. Okay. Und man kann den Eingang hier so ein bisschen größer machen auch. Wie sieht das aus? Wie viele Mobs kommen dann da? Die Wände gehen auf. Du musst da nur schnell genug quasi wieder hochjumpen. Deswegen okay. Mach dir vielleicht mal so einen größeren Bereich. Und oben joinen dann auch Mobs. Deswegen baue ich mal so einen Ausgang direkt. Treasure! Komm runter. Treasure! Let's go! Geil! Das mag ich nämlich immer mit. Du bringst richtig Glück. Hier, wenn du eine Kiste leerst, bau die mal ab, damit wir nicht 50 Mal in die leeren Kisten wieder reinkommen. Oh, ich habe so einen Abbauer. Mit dem baue ich sowieso die Kisten immer ab. Ich gehe mal nach Osten weiter. Jojo. Ich habe schon vorhin im Chat gequatscht, so Game Design technisch, was ich schwierig finde. Ich wollte ja auch was also überlegen, Dungeon technisch, aber das wird auch dieses Mal zu Elements nix. Ah, jo. Das Problem ist einfach, also bei Vault Hunter gefällt mir überhaupt nicht, dass du zehntausende Equipments und Rüstungssets hast, die alle zufällig generiert sind und die dir alles vollmüllen. Du holst dir Equipment und von allem, was du kriegst, du benutzt gerade mal 2% und 98% schmeißt du weg, weil es schlecht ist. Ja, das ist ja halt dieser Überloot, ne? Du kannst die halt dann recyceln und eigene Sachen craften. Ich persönlich mag zumindest das Konzept halt nicht. Mhm. Weil du mehr Müll findest als was anderes. Und teilweise auch mehr Zeit außerhalb der Walls verbringst als innerhalb der Walls, weil du ständig die Sachen halt fahren musst zu den Eintritt und so. Ja, aber ich finde da gerade das ist ein kreativer Weg, ob man den jetzt gut findet oder schlecht findet, sei dahingestellt. Aber um Minecraft mit so einem Vault Dungeon-mäßigen Gameplay zu verbinden. Weil man ja, nee, das verstehe ich, aber also dieses Mal geht's auch, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe bei Bolt Hunters 2 gespielt und da habe ich am Ende gesagt, ey, ich gebe mir die Kristalle direkt, weil ich habe da so lange außerhalb farmen müssen, dass das hat halt dann keinen Spaß mehr gemacht. Aber dieses Mal geht's aktuell noch besser. Da musstest du halt direkt immer Nether Stars und Stuff oder irgendwie sowas, halt krasses Zeug oder so ein bisschen schwieriger zu kriegen und da ist halt ultra viel Zeit gewastet. Gott, aber hier ist vieles besser gemacht worden in der dritten Stufe, finde ich. Danke, dass du mitgekommen bist. Kein Problem, bei dir steht jetzt nicht Wall Comp, du kannst ruhig noch in Ruhe durchgehen. Ich werde jetzt raus teleportieren einfach. Sicher. Ja, ich weiß. Alright, dann flatter ich mal wieder zurück in die Base, bei mir ist nämlich auch gleich schon Feierabend. Ich sag schon im Voraus, wenn ich mich gleich auslogge, dann ist das ein Schissglimm, ja? Oder kannst du mich nicht hören, wenn du in der Wall bist, nicht mehr? Spark Chung. Ich muss mich gerade extrem konzentrieren. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe nur noch 45 Sekunden. Ich muss zwei Keys gehen. Ich rede gleich. Hat sich verlaufen. Oh. Oh. Na? So willst du es ganz easy bleiben im Raum mit Exit. Ja, siehst du? Ich spiele immer safe. Ich bin immer jemand, der safe spielt. Ich bin ein sehr ein risikoaverser Dude einfach. Ja, Klim. Alter, war das knapp. Wie war das mit, ich gehe mal lieber so 2 Minuten vorher raus? Hey, es hat doch geklappt. Ja. Ehrlicherweise war ich in diesem Paint Room und hab nur gelootet und nicht auf die Zeit geguckt. Okay. Alter. Aber das war schon gigaknapp. Das waren sehr lange 45 Sekunden. Wie knapp war's? Ich hatte nur noch 2 Herzen und am Ende nur noch irgendwie 13 Sekunden. Okay. Ich soll jetzt auch mal das Teil hier claimen. Übrigens mit Bounties and Rewards. So. Und dann nochmal das Vault Tool Dingensen. Muss ich auch nochmal irgendwie abhaken, damit ich mal hier vorankomme. Da gab es nämlich auch Sachen, dass man Kisten abbauen kann und so weiter und so fort. Dies, das, Level 20 Changes. Ich hänge mit den Quests ultra heftig hinterher. Ne? Ich habe zu viele Walls gemacht, zu wenig die Quests gemacht. Also, ich glaube, ich soll mir jetzt hier mal so eine Chromatic Iron Pick craften. Und jetzt habe ich hier die nächste Quest noch direkt mit erledigt. Check, complete.
Dann Jewels und Tools. Der Jewel Applicator, da kann ich dann Jewels draufpacken und bei der Größe steht, wie viel Kapazität des Tools aufgebraucht wird. Also ich muss jetzt einmal diesen Jewel Applicator acquiren und wieder hinsetzen. Ach Gott, ist schon wieder weg. Hallo? Das glitcht, ist auch manchmal ganz sweet jetzt weggeglitscht hier. So, wieder hinplatziert, damit ich jetzt hier nicht, ne? Können wieder ins Questbuch gehen. Jewels und Tools, check. Dann gibt es jetzt vier von den Teilen nochmal. Die habe ich schon mal gecraftet, was? Dann Expertises are gained by spending Experience Points, obtained every 5 Levels. Ja, ich habe 4 unspent Experience Points, weil ich ja über Level 20 jetzt gerutscht bin. Reach Ward Level 5 habe ich schon. Okay. Jetzt geht's aber ab hier. Vault Gear Scrapping. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. A Vault Recycler is used to break down old and unwanted gear into Vault Scrap. Übrigens, ich habe auch noch eine Quest zum Abgeben, wenn ich so richtig sehe. Guck mal. Hier, den Reward kann ich auch nochmal claimen. Jetzt gibt es hier wieder ein neues Available Stuff. Oh, 24 Dias Helm. Submit 43 Diamonds at the Bounty Table. Kann ich. Ich kann das aber nur auswählen, sonst nichts anderes, ne? Dann kriege ich aber wieder 24 Dias zurück. Ja, bleibt mir gar nichts anderes übrig, oder? Aktivieren wir mal. 43 Dias. Muss ich mal gucken, ob wir die irgendwie zusammenkratzen können. Ich habe so viel Zeug, hatte ich schon wieder. Das kann mal weg. Dann hier diese Bounty Box. Können wir reingehen. Gab es auch wieder Zeug raus. Soweit so gut. Da waren 2 Emeralds drin. Soweit so gut. Hier ist nochmal ein Schwert drin. Das müsste jetzt aber Level 21 sein, ne? Nee, Level 0. Level 0. Direkt weg. Das wird weggescrappt oder so. Okay, also viel, was jetzt hier die ganze Zeit parallel noch passiert, was abzuhaken ist. Alchemie-Table, craft a plain Burger. Ach, die habe ich doch schon. Burger. Ich habe doch schon mal einen gecraftet hier. Check. Habe ich direkt mit abgehakt. Gaining more XP. Gibt es 10 Burger wieder? Vault Objectives. Reach Vault Level 10. Das habe ich aber schon, ne? Das ist doch. Auch complete jetzt hier. Reach Board Level 10 complete. Hier gibt es halt nochmal ein paar andere Erklärungen, die soll ich vielleicht damit erwähnen. Ne, gibt wieder schwieriger Level 10. Gibt es halt die Brazy Objectives, also wo ich diese Kessel da einmal, diese Feuerkelche aktivieren muss. Level 20. Introduction of the Scavenger Objective to Random Vault sagt mir gerade nichts. Level 50 Hunt the Guardians Objective. Aber das habe ich jetzt auch einmal gekriegt. Guck mal, jetzt gehen die ganzen Quests auf einfach. Using Knowledge, das habe ich aber auch schon gemacht. Craft a Knowledge, da habe ich schon, aber jetzt muss ich noch einen machen, ne? Identification Stand. Kann ich draufklicken, wird instant freigeschaltet, gibt es auch nochmal eine Belohnung, aber auch für Level 0. Soul Diffuser, da kann ich dann wahrscheinlich genau den Schwarzmarkt da nutzen. Ja, ey, da gibt es so viele ganzen kleinen Quests und Mini-Quests noch, da würde ich einfach mal in Ruhe das nächste Mal durchgehen. Fürs erste Mal passt das aber auch schon wieder. Ist das hier eigentlich noch was zum Öffnen? Use the Crystal Workbench to set objective to light the bra. Okay, kann ich das Objective dann festlegen, was ich will, aber. Passt erstmal, passt erstmal. Ich würde sagen, da gucken wir in Ruhe nochmal durch. Und wir können dann bald auch das nächste Level einmal skillen, nämlich Swiftness.